Zuerst einmal das Wichtigste, Happy Pride. Janik, du hast ja zu Beginn des Monats, beziehungsweise heute vor einer Woche schon mit der Beate, mit unserer Parteichefin, ausgeschildert, das Themenfeld, beziehungsweise einerseits unsere inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt bei unserer LGBTIQ-Arbeit im Parlament, kombiniert mit unserer Petition für eine diskriminierungsfreie Blutspende, andererseits aber auch schon ausgeschildert, dass wir NEOS ein verlässlicher Bündnispartner der Community sind und ein verlässlicher Bündnispartner der Community bleiben. Mir persönlich freut es sehr, die Tatsache, ich bin seit 2013 bei NEOS in dem Bereich LGBTIQ engagiert, dass das Thema bei uns nicht getrieben wird von einer kleinen Minderheit von Menschen, sondern dass das etwas ist, was sich bei uns eigentlich durch unsere NEOS-DNA durchzieht, nämlich das Kämpfen für eine freie, für eine liberale, für eine demokratische und für eine offene Gesellschaft, wo alle Menschen unabhängig davon, wen sie lieben, auch ihr Leben frei gestalten können sollen. Es geht um Respekt, es geht um Akzeptanz und Respekt und Akzeptanz sind auch die ganz wesentlichen Grundpfeiler einer jeden freien, demokratischen und liberalen Gesellschaft. Als schwuler Mann, der sich vor 35 Jahren geoutet hat, kann ich Ihnen sagen, ja, es ist richtig, es ist in Österreich in den letzten Jahrzehnten viel am Weg der Gleichstellung, der Antidiskriminierung passiert. Was wir aber auch sagen müssen, sehr deutlich sagen müssen, ist, dass vieles von dem, was hier in Österreich passiert ist, nicht aus der Politik heraus entstanden ist, sondern wir einzelnen Menschen aus der Zivilgesellschaft zu verdanken haben, die ihre Rechte vor den Höchstgerichten eingefordert haben und die Rechte vor den Höchstgerichten auch zugesprochen bekommen haben. Um es aktuell auf Wien herunterzubrechen, Sie wissen, Sichtbarkeit ist für die LGBTI-Community ganz besonders wichtig. Sichtbarkeit ist etwas, was Bewusstsein schafft. Und mit der Sichtbarkeit haben wir aber in Wien so ein Thema. Ich möchte einige Beispiele nennen. Wir haben voriges Jahr in zahlreichen Wiener Bezirksvertretungen den Antrag gestellt, eine Regenbogenbank aufzustellen. Das hat in vielen Bezirken gut funktioniert. In anderen Bezirken, wie beispielsweise im Blauen Simmering, ist die Regenbogenbank in einer Sackgasse hinter Autos versteckt worden. Wir haben in vielen Bezirken Anträge gestellt auf Regenbogenbeflaggung der Amtshäuser, also der magistratischen Bezirksämter. Das hat auch in vielen Bezirken gut funktioniert. In manchen Bezirken, wie in Simmering, hat es eine überraschende Mehrheit für den Antrag gegeben. Naja, dann ist im Pride-Monat halt plötzlich der Fahnenmast kaputt und die Regenbogenfahne kann nicht aufgezogen werden. Oder etwa nehmen wir meinen Kollegen von der FPÖ, den Gemeinderat Leo Kohlbauer her, der nichts Besseres zu tun hat, als am Rande eines Gemeinderatsausschusses Regenbogenfahnen in den Mülleimer zu schmeißen und ein Video davon auf TikTok postet und sich darüber ganz besonders freut. Das sind alles Beispiele, die zeigen, dass es auch in Wien noch sehr viel zu tun gibt, wenn es um das Thema LGBTIQ-Sichtbarkeit gibt, das in einer Stadt, die sie ganz besonders oft als Regenbogenhauptstadt bezeichnet. Ich glaube, da sehen wir, dass wir hier noch einiges an Bedarf haben. Janik, du wirst dann in Folge ein bisschen ausführen, Zahlen aus einer aktuellen Studie der EU-Grundrechtsagentur, was die Situation von LGBTIQ-Menschen in Österreich betrifft. Ich möchte ganz besonders auf das Thema LGBTIQ-Themen in Wien eingehen. Da gibt es eine Studie, Queer in Wien, aus dem Jahr 2015 von der Wiener Antidiskriminierungsstelle, die nicht nur Beachtliches, sondern auch Erschreckendes zutage gebracht hat. Bei dieser Studie haben 3.160 Menschen mitgemacht. 80% der Menschen, die bei dieser Studie mitgemacht haben, geben an, dass sie im öffentlichen Raum aufgrund ihrer sexuellen Orientierung schon beschimpft worden sind. 80%. Das ist die Lebensrealität von queeren Menschen in Wien. Diskriminierung, Beschimpfung, Ausgrenzung. Da brauchen wir erst gar nicht, was du auch machen wirst, nach Polen und nach Ungarn schauen, sondern ganz konkret in Wien bleiben. Ganz konkret in Wien bleiben möchte ich auch bei dem Thema politische Forderung. Ich möchte hier die Möglichkeit nutzen, eine konkrete Forderung der Community auch tatsächlich aufzugreifen und als Initiative in den Wiener Gemeinderat zu tragen. Das ist die Forderung nach Erschaffung eines queeren Jugendzentrums der HOSE Wien. Queere Jugendzentren gibt es in vielen
europäischen Städten, einfach zum Beispiel in Brüssel, in Berlin, in München, in Paris, in Köln. Da geht es darum, dass gerade queere Jugendliche oft Ziel von Ablehnung, Mobbing, mangelnder gesellschaftlicher Toleranz sind, und deshalb braucht es hier ganz besonders für junge Menschen einen Schutzraum, einen Ort des Austausches und des persönlichen Empowerments. Es soll darum gehen, diesen jungen Menschen eine positive Selbstsicht zu geben, eine positive Selbstsicht entwickeln lassen zu können. Und mir persönlich ist bei dieser Forderung ganz wichtig, nützen wir das Know-how, das es hier in der Wiener Community gibt, so ein Zentrum auch tatsächlich zu betreiben. Ja, soweit von meiner Seite. Janik. Ja, danke Thomas und danke auch für die Einladung zu euch hier in den Wiener Rathausclub. Auch von mir einen schönen Vormittag. Du hast eh schon einiges angesprochen, was wir auch auf Bundesebene gemacht haben. Ich möchte vielleicht vorweg noch ganz kurz unterstreichen, warum im Jahr 2020 es noch wichtig ist, LGBT-Politik zu machen, oder warum es gerade jetzt besonders wichtig ist. Wir wissen, dass die Rechte der Community, Menschen, Grundrechte in ganz, oder in, nicht in ganz Europa, Gott sei Dank, aber in vielen europäischen Ländern stark unter Beschuss sind. Und da muss man gar nicht so weit schauen. Ungarn, unmittelbares Nachbarland von Österreich, aber auch in Polen, da werden Menschenrechte, Rechte der Community Stück für Stück zurückgefahren. Und was das konkret in Polen bedeutet, wenn man sich, da kann ich nur jedem auch empfehlen, sich das anzuschauen, Videos, die auf Twitter kursieren zum Beispiel, von Demonstrationen der LGBT-Community, die dort physisch und verbal angefeindet werden, sodass man dort wirklich Angst um seine Gesundheit, um sein Leben haben muss, wenn man dort für die Rechte auf die Straße geht. In Polen, wo ein Drittel des ganzen Staatsgebietes mittlerweile zur LGBT-freien Zone erklärt wurde. Das heißt, wenn man dort in einer dieser Gemeinden ein schwuler Jugendlicher ist oder eine junge lesbische Frau oder sonst ein Teil der LGBTIQ-Community, dann muss man dort einfach um sein Leben fürchten. Und das ist, glaube ich, in Europa im 21. Jahrhundert wirklich unglaublich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch im Jahr 2020 noch sehr genau drauf schauen. Und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Österreich. Du hast schon angesprochen, die Studie der EU-Grundrechteagentur, die rausgekommen ist, die größte Studie, die auf europäischem Boden zu LGBTIQ-Themen je gemacht wurde. Und die Zahlen sind auch in Bezug auf Österreich, das sind jetzt österreichische Zahlen, erschreckend, wie ich finde. 39% der Befragten geben an, in der Öffentlichkeit nicht Händchen zu halten, weil sie Angst vor physischer oder verbaler Gewalt haben. 40% der Befragten haben in den letzten 12 Monaten Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung erfahren, 20% allein am Arbeitsplatz. 70% haben in ihrer gesamten Schullaufbahn kein einziges Mal irgendetwas über LGBTIQ-Themen gehört, also nicht einmal über die Themen, die schon länger im Mainstream angekommen sind, wie lesbische und schwule Inhalte, geschweige denn über Transgender und intergeschlechtliche Personen. 23% der Befragten verheimlichen ihre sexuelle Orientierung am Arbeitsplatz, und besonders krass finde ich auch die Zahl, dass jede 10. Person der Befragten in den letzten 5 Jahren körperliche Gewalt erfahren hat, 5% allein im letzten Jahr. Und 60%, also fast 2/3, sagen, dass öffentliche Stellen nicht genug tun gegen diese Vorurteile oder gegen die Intoleranz. Das heißt, wir haben auch in Österreich noch viel zu tun. Und dazu haben wir, du hast schon angesprochen, Thomas, vor einer Woche oder vor 2 Wochen ein Antragspaket im österreichischen Nationalrat eingebracht. Die Anträge wurden dann vergangene Woche im Gleichbehandlungsausschuss fast ausnahmslos von ÖVP und Grünen vertagt. Und da möchte ich schon auch ganz klar einmal sagen, weil ich das einfach nicht mehr aushalte. Natürlich wissen wir, wer der schwarze Peter ist, wenn man so will, dass da die ÖVP seit Jahrzehnten blockiert und wir auch null Verständnis haben im Jahr 2020, dass die neue Volkspartei hier weiter so eine erzkonservative Linie fährt. Aber, und das möchte ich auch schon ganz klar sagen, hält sich unser Verständnis für diese grüne Bigotterie auch in Grenzen, die sich zwar bei Tagen oder Wochen oder Monaten wie diesen ganz vorne hinstellen, die Regenbogenflagge hissen und sozusagen vorgeben, sich für die Community einzusetzen. Das nehme ich Ihnen noch ab, dass es Ihnen ein Anliegen ist, aber dann müssen sich diese Worte auch in Daten widerspiegeln, weil Worte allein bringen nichts. Ja, und die bringen auch nichts im Hinblick auf die Zahlen, die ich gerade genannt habe. Ja, wir werden auch kommende Woche in der Sitzung des Nationalrats weiter Druck aufbauen bei diesem Thema. Da geht es vor allem um Themen wie Verankerung von LGBTIQ-Themen im Schulunterricht, Rücknahme des schikanösen Erlasses des ehemaligen Bundesministers Herbert Kickl, der es eigentlich verunmöglicht, den 3. Geschlechtseintrag wahrzunehmen. Dazu werden
Rechtsanwalt Herbert Grabner und ich am Mittwoch auch eine Pressekonferenz abhalten. Die Rehabilitierung von homosexuellen Strafrechtsopfern, für die hat sich Österreich, das offizielle Österreich, nie entschuldigt. Die wurden nie rehabilitiert. Und ganz aktuell, du hast es auch schon angesprochen, unsere parlamentarische Petition zur Aufhebung des Blutspendeverbots für homo- und bisexuelle Männer, das immer noch in Kraft ist. Das ist mittlerweile die erfolgreichste parlamentarische Petition in dieser Gesetzgebungsperiode. Es haben innerhalb weniger Tage schon mehr als 1.000 Menschen unterzeichnet. Ist natürlich auch weiterhin möglich und wir werden auch über diesen Weg, also über diesen Weg der Bürgerinnenbeteiligung versuchen, den Druck auf die Grünen und auch auf die ÖVP aufzubauen. Ja, also Sie sehen, es ist noch einiges zu tun. Wir haben einiges vor uns und in diesem Sinne hoffe ich auch wirklich, dass es nicht nur bei Worten bleibt, sondern auch Taten folgen bei den Themen, die ich genannt habe. Und ja, allen aus der Community, aber allen Menschen, denen das Thema wichtig ist, wünsche ich, wie auch du gesagt hast, eine Happy Pride. Und ja. Und wenn ihr die Petition noch nicht unterschrieben habt, www.neos.eu/Lebensrettung. Ist das möglich, genau. Dankeschön.